Hey Leute, willkommen zurück zu Angels of Death. Ich weiß jetzt nicht, was wir machen müssen. Mann, der Stockweg ist dunkel. Können die Lichter nicht endlich angehen? Ja, es war schon immer dunkel hier. Kann man nicht eigentlich sogar gut im Dunkeln sehen? Denkst du? Nicht so gut wie du, aber... Ey, funktioniert das TV nicht? Nein. Das ist scheiße. Ist das nicht eine Wand? Wenn ich mich nicht irre, sollte das hier das Feuer sein. Oder Feuer ist also nicht Feuer, aber... Zack, drück mal dagegen. Ich wusste, das würde sich öffnen. Schau, du musstest es gar nicht in Stücke hacken, Zack. Na, es ist offen, also, wen interessiert's. Verstehe. Es hat sich geöffnet, das ist alles, was zählt. Eine Sackgasse? Aber lass uns umschauen. Müll drin. Wo könnte wohl was sein? Nächstes. Oh. Da ist ja nicht mal Dreck drin. Das ist seltsam. Etwas fühlt sich komisch an. Ist das nicht ein Stockwerk? Denk nach. Lass uns herausfinden, wo der Ausgang sein könnte. Vielleicht da irgendwo, wo wir noch nicht waren. Oder auf diesem Stock. In diesem Stock. Nein, ich habe alles durchsucht. Muss uns lassen. Verdammt, das macht keinen Sinn. Ist jemand schon mal von oben hier runtergekommen? Nicht sein. Ich meine, jeder außer dir würde in einer Falle sterben. Wahrscheinlich. Also ist niemand von oben runtergekommen. Da macht auf jeden Fall irgendwas nicht Sinn. Niemand ist von oben gekommen, das ist... Wir sind schon am Ground, oder? Dann müssen wir jetzt schon... oben sein. Verarsch mich. Dann lass uns eine Wand durchbrechen und herauskommen. Hä? Die Wand ist einfach eingekracht. Sie hat mich nach draußen geführt. Sorry, vielleicht habe ich es vermasselt. Was? Dann denk nochmal nach. Ups. Ich dachte wirklich, es könnte sein. Oh. Warte mal, das ist seltsam. Dr. Danny ist doch schließlich rein und raus aus dem Gebäude gegangen. Die Fallen und die Möbel waren alles, in diesem Raum waren alles Sachen, die er von draußen gebracht hat. Was meinst du? Hier mal eine Sekunde, ich denke nochmal drüber nach. Niemand ist von draußen in diesen Stock gekommen, aber Dr. Danny kam und ging, wie er wollte. Was bedeutet... The way out must be on this floor. There's a ward that takes people out. Yeah, there's a way out. Da ist ein Ausweg auf den anderen Stockwerken. Ja. Es gibt einen weiteren Weg raus. Was meinst du damit? Also kam es, waren da die anderen Killer, Cassie und Eddie, schon in diesem Gebäude? Oh, diese seltsamen Typen. Ich habe wenig mit ihnen geredet, wie ich mir dachte. Das bedeutet,
Ich bin der Letzte, der in dieses Gebäude kam. In dem Fall. Just smash a wall. Going downstairs. Also nach unten gehen. Sag, lass uns nach unten gehen. Was? Nach unten. Vielleicht ist dann Ausgang in B2. Das macht doch keinen verdammten Sinn. Es gab keinen Nutzen für einen Weg raus in diesem Raum. In anderen Worten, mein Stock, dieser Stock, sollte der letzte gebaut sein. In dem Fall, als dieser Raum gemacht wurde, gab es schon einen Weg raus. Danach. Du und ich wurden sicher von dort reingebracht. Dr. Danny, den ich außerhalb traf, hat diesen Raum hier gebaut. Also denke ich mal, es war mit dem ersten Stock verbunden. Der Fakt, dass ich nie einen hier runterkommens hab sehen, ist Beweis genug. Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll, aber wir müssen nach unten, nicht wahr? Ja. Außerdem einer. Ich glaube, der Schalter, um nach unten zu kommen, war hier irgendwo in diesem Stock, in diesem Raum, in diesem Stock. Das sollte alles sein, was wir brauchen. Wenn du so sagst, dann bin ich dabei. Lass uns gehen. Der Schalter sollte irgendwo in der Nähe der Musikbox im Keller sein, okay? Ach so. Stimmt ja. Ey, was ist los? Lass uns nach unten gehen. Zack. Ist es okay, wenn ich allein nach unten gehe? Warum denn? Das wird auch das letzte Mal sein, dass ich hier runterkomme. Also dachte ich, es wäre ein guter Ort, um auf Wiedersehen zu sagen. Warum gehst du alleine? Es ist peinlich, jemanden zuschauen zu haben, schätze ich mal. Vielleicht deswegen. Nur dass du es weißt, ich habe die Wölfe abgeschlachtet. Hast du? Klingt auf jeden Fall nach dir. Ich werde aufpassen, also beeil dich und tu, was du tun musst. Okay, ich bin gleich zurück. Das sind die famous last words. Die Musikbox spielt. Bedeutet, dass sie geöffnet wurde? Grüß, Rachel Gardner. Meine Pistole ist weg. Ich muss sie fallen gelassen haben. Beruhige dich. Ich werde dir nichts antun. Was willst du dann von mir? Oh, ich wollte dich nur fragen, ich wollte dich nur was fragen. Was ist alles? Rachel Gardner, Zack war doch nicht dein Gott, korrekt? Aber ich habe mich daran gewöhnt. Ja, oder so würde es sein. Oder so scheint es zumindest. Aber ist das etwas, das du wirklich in deinem Herzen akzeptierst? Zack und ich sind keine Götter. Wir haben uns nur gegenseitig geschworen. Zack ist nicht länger dein Gott. Du hast Zack zu etwas gemacht, das weder ein Engel noch ein Gott ist. Wie soll ich sagen? Ein Wesen, das dir Wünsche erfüllt, ohne Frage. Was?
Also wenn du daran glaubst, dass dein Wunsch erfüllt wird, dann wie unterscheidet sich das von einem Gott? Stand da, glaube ich mal. Ich habe da nie wirklich dran gedacht. Ist das so? Ich glaube auf jeden Fall an Zack. Das ist sicher. Aber der Schwur und Glaube an uns gegenseitig ist etwas, das wir in unseren Herzen entschieden hatten. Deswegen, selbst wenn es verraten wäre, ist es immer noch mein Herz, das an ihn glaubt. Mein Herz gehört mir ganz allein. Ich bin bereit, etwas zu akzeptieren, was anders als ein Gott ist. Ich verstehe. Und trotzdem wünsche dir deinen eigenen Tod. Ja, das tue ich. Warum hat sich dein Verlangen nie geändert? Wie kann es sein, dass dich dein... Okay, jetzt kurz mal kommt die richtige Übersetzung. Wie kann es sein, dass du dich verändert hast, aber dein Verlangen sich nicht verändert hat? Es ist nicht so, als hätte ich mich als Person geändert. Ich habe einfach nur gelernt, mich zu akzeptieren. Das ist alles. Und ich möchte nicht weit und ich möchte nicht mehr meiner die Seite meine die Seite vergeben. Niemand ist übrig, um mir zu vergeben. Deswegen möchte ich sterben. Ich kann nicht mehr weiterleben. Ja, und den Rest sollte ich lieber für mich behalten. Das ist eine Schande. Du brauchst mich nicht so anstarren. Dafür ist es viel zu spät. Ich habe eine letzte Frage. Wer bist du, Rachel Gardner? Bitte hör auf, mich das immer wieder zu fragen. Ich bin ich. Nicht mehr und nicht weniger. Ich verstehe. Du sagst, dass du gleich wie Zack bist, oder gleichgültig wie Zack bist. Das muss nicht unbedingt falsch sein. Ein Kind, was weder ein Engel noch eine Hexe ist. Es gibt keinen Zweifel, dass du Rachel Gardner bist. Ja. Ist das alles? Wenn wir hier fertig sind, dann lass mich bitte den Schalter drücken, damit wir zum Fahrstuhl zurückkehren können. Ja, tu, was du tun musst. Du wirst mich nicht aufhalten? Habe ich mich nicht klar ausgedrückt? Ich stehe dir nicht im Weg. Was ist denn der Schalter überhaupt? In der Musikbox. Ach, da ist ein Schalter. Wenn ich das hier drücke. Es hat funktioniert. Ich muss zurück zu Zack. Ich gehe jetzt. Nun gut, ich werde dich nicht aufhalten. Tu, was du tun musst. Ist der Ausweg in Stock B2? Denkst du, ich würde es dir sagen? Ich habe viele deiner Fragen beantwortet. Ich denke, es wäre nur fair, wenn du meine auch beantwortest. Ja, da hast du recht. Schau, das gefärbte Glasfenster in der Kathedrale im B2 an. Okay. Oder check das mal ab. Dann ist da wahrscheinlich irgendwas. Wenn ich darüber nachdenke, habe ich nie auf Wiedersehen zu diesem Ort gesagt. Es tut mir leid. Leb wohl. Zeit zu gehen. Zack, wir können zurück zu B2. Lass uns zum Fahrstuhl zurück, der uns hierher gebracht hat. Ich bin direkt hinter dir. Aber warum hast du so lange gebraucht? Oh, der Reverend war auch im Keller. Was? Er ist immer noch da? Aber er hat nichts gemacht,
um sich einzumischen. Was hat es überhaupt mit dem Typ auf sich? Was ist denn jetzt? Ich muss zum Wohnzimmer. Ich habe da, glaube ich, meine Pistole fallen gelassen. Ah, da. Dann lass sie uns aufheben und zurück zu B2 gehen. Okay. Sie ist wahrscheinlich nicht mehr da, oder? Achso, nee, Danny ist weg, stimmt. Er ist wieder weg. Was zum Teufel? Dieser Bastard. Und ich soll ein Monster sein? Ja, es ist das wahre Monster. Doktor. Scheiße. Sobald wir die Pistole aufgehoben haben, sollen wir... Lass uns lieber verschwinden. Hab's gefunden. Aber das wird nicht funktionieren. Du hast sie gefunden. Was ist los? Der Abzug ist kaputt. Danny. Sie ist nutzlos, nicht wahr? Ja. Nun, dann lass uns gehen. Hey, Zack. Sind hier Pfeile durchgeflogen? Es scheint, als hätten sie sich nicht aktiviert, als du mir nachgejagt bist. Keine Sorge. Sie sind davor auf mich zugeflogen. Ich habe mich auch dreimal davon treffen lassen. Hey, sag mir nicht, dass der Bastard nach unten gegangen ist. Wahrscheinlich ist er das. Verdammt. Ich wünschte, ich hätte ihn ausschlitzen können. Hättest du. Das hätte ich auch machen sollen. Immer der Double Tap, Leute. Immer der Double Tap. Immer auf Nummer sicher gehen, dass er auch wirklich tot ist. Du bist diesem Priester begegnet im Keller, nicht wahr? Ja. Hast du nicht etwas über Lebol oder sowas gesagt? Es war sehr kurz, aber ja. Gehört alles dort dir? Da sind Sachen, die ich auch mitgenommen habe, seit ich hier bin. Dann gehören sie dir nicht? Gute Frage. Ich habe versucht, sie mein zu machen, indem ich sie zusammengebunden habe. Aber die Puppen haben nie geantwortet, wenn ich mit ihnen geredet habe, also weiß ich nicht, ob sie mir auch wirklich gehört haben. Obwohl sie mir echt wichtig waren, also habe ich auf Wiedersehen gesagt. Oh, die Musikbox gehört aber mir. Als ich jung war, ich schätze mal, das war das Letzte, was sie mir gekauft hatten. Ich habe die Musik wirklich geliebt. Wenn du sie willst, dann warum hast du sie nicht mitgenommen? Es gibt keinen Grund mehr dafür. Die Musik und die Erinnerungen sind alle in meinem Kopf. Solange ich das habe, dann brauche ich nichts anderes. Wenn das okay mit dir ist, dann... Ja. Alles klar. Wir sind fast oben. Lass uns gehen. So, und jetzt sind wir zum gefärbten Glas. Hier oder was? Wir sind zurück. Du hast recht. Mann, die Scheiße ist kompliziert. Ah, nee, ich weiß wahrscheinlich noch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er etwas mit... Achso, meint er das Glas, oder wie? Hier ist nichts. Hier ist nichts. Ach so, man kann auch mit den Außeren. Muss hier sein. Oder doch nicht? Ah. Dieses Glas in der Mitte ist das größte. Ich möchte es untersuchen, aber das Klavier ist im Weg. Schieb's einfach weg oder kletter drauf. Zack. Du willst, dass es aus dem Weg ist. Ja. Yeah.
Verdammt, wiegt das eine Tonne. Das wiegt eine verdammte Tonne. Ey, ein bisschen Hilfe hier. Hör auf, mich anzustarren. Ah. Mach kein A und schieb deinen Arsch hier rüber und hilf mir. Okay. Oh Mann. Meine Arme sind kaputt. Das war auf jeden Fall schwer. Ey, ist hier wirklich ein Weg raus? Ich bin mir nicht sicher. Ich würde nicht sagen, dass der ein Lügner war. Er war nett genug, um mich in die Stockwerke unten zu bringen. Ja, trotzdem. Ja, okay, alles klar. Lass uns einfach schauen. Ein Schlüsselloch. Ein Schlüsselloch? Also muss der Weg raus auf der anderen Seite sein, aber es ist verschlossen. Kein Schlüssel. Wo könnte er sein? Hey, Ray. Zack. Denkst du, was ich gerade denke? Oh ja. Hey, ich bleib zurück. Die Türen sind nicht dazu da, um geöffnet zu werden. Die sind dazu da, um zerstört zu werden. Na, ich meine, es war nur Glas. So wird das gemacht. Ja, wow. Hä? Du bist wohl nicht mehr überzeugt. Nee, du bist wohl nicht mehr begeistert, was? Sorry. Es ist aber schon ziemlich alt. Ach, wirklich? Nein, das wollte ich nicht lesen. Hä? Ich brauche das nicht mehr. Oh, okay, cool. Treppen gehen ja ewig. Hast recht. Ich habe mich gerade daran erinnert. Was denn diesmal? Als ich hierher kam, war ich blind. Die ganze Zeit. Ich erinnere mich irgendwie daran, dass ich einen sehr lange Treppen runtergelaufen bin. Was bedeutet, dass diese Treppen zu der Oberfläche führen sollten? Endlich. Sag mir, wenn wir die Spitze erreicht haben, damit ich kotzen kann. Lass uns beeilen. Bin direkt hinter dir. Okay, gut, Leute, ich sag mal, wir im nächsten Part weiter bei Angels of Death. Anscheinend können wir im nächsten Part endlich rauskommen. Dann sehen wir uns dort und ciao.